Einen wunderschönen guten Morgen an euch da draußen. Ein ganz kurzes Update, wie man wirklich an meiner Stimme hört, ist es wirklich früh am Morgen hier. Wir haben es jetzt 8:45 und da könnt ihr euch ungefähr denken, in welches Bundesland ich frisch gezogen bin. Na klar, nach Sachsen-Anhalt. Und heute ist tatsächlich auch Sonnabend laut Sachsen-Anhalter. Ich kann mich mit diesem Begriff überhaupt nicht anfreunden. Für mich ist das ein Samstag und kein Sonnabend. Aber wirklich? Ja, also selbst meine Uhr sagt sa und nicht so. Das ist dann trotzdem total verwirrend. Wie man unschwer erkennen kann, noch immer im Chaos. Ich meine, wir haben vor einer Woche, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, frisch die ganzen Sachen von Duisburg hierher geschleppt und haben das wirklich so nach dem Motto gemacht, Hauptsache erstmal alles drin und es wird alles nach und nach aufgebaut. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber es wird nach und nach. Und ich kann euch aber schon versprechen, das wird gar nicht so schlecht. Fehlen natürlich noch so viele Sachen, ne? Es fehlt noch eine Küche, es fehlt noch dieses und jenes, müssen noch Möbel aufgebaut werden, das alles. Und ja, das macht sich nach und nach. Deshalb Videos, mal gucken, wann es da so die ersten aus dieser Bude geben wird, vielleicht sogar aus der Umgebung von da, wo ich jetzt aktuell wohne. Und dann kann man einfach mal schauen, was es da so geben wird. Ansonsten stoße ich weiterhin auf euch an, auf eure Geduld auf jeden Fall und haltet auf jeden Fall die Stellung, dass der Kanal auch hier schön staubfrei gehalten wird, staubfreier als hier. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, die Konditionen hier sind schon mal deutlich besser als in Duisburg. Also ich fühle mich hier schon tausendmal wohler als da drüben tatsächlich. Weil hier kann man sich ja überall mal bewegen. Ich kann euch auch endlich mal durch die ganze Wohnung mal schleppen. Das geht jetzt auch mal tatsächlich. Jetzt zum Beispiel zwar nicht, weil der Zustand ist noch ein bisschen nicht so zeigenswert, aber insofern kann ich euch da schon mal wirklich die ganze Wohnung sagen, weil das ist ja jetzt meine eigene Wohnung. Das ist ja jetzt alles meins hier. Quasi gemietet. Quasi sowas. Und das ist ja schon mal eine schöne Sache. Also ich mache keine Kochstreams. Auch wenn ich eine Küche habe, ich mache keine Kochstreams. Das kommt nicht in die Tüte. Ich kann nicht kochen. Das kann ich nicht machen. Man kann zwar Sachen in der Küche zeigen, aber kochen kann ich nicht. Um Gottes Willen. Vielleicht noch nicht, aber ich mache trotzdem keine Kochstreams. Das machen wir nicht. Und weil einige von euch ja dann auch immer noch so eine gewisse Tür vermissen aus Duisburg, weil man hat ja bei den Livestreams immer eine Tür gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine Alternative ist, aber hier haben wir auch eine Tür mit Glas. Wir haben also quasi überall ein Upgrade. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein vom winzig kleinen Umzugsupdate. Wie ihr sehen könnt, ich bin heil in der neuen Gegend angekommen und jetzt quasi in meiner Heimatgegend. Ich bin ja hier in diesem Landkreis aufgewachsen und das wird auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Das kann ich euch versprechen. Dann bis dahin, euer Kepu. Ciao. Und das hier ist ein Monitor, falls ihr fragt.